Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu Ihrer Drehscheibe Lausitz. Fast jeder vierte Sachse hat am Sonntagabend AfD gewählt. Die Ergebnisse der Bundestagswahl beschäftigen uns zu Beginn unserer Sendung. Sachsen, liebe Zuschauer, hat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,4% und damit knapp 6% höher als 2013. Die Alternative für Deutschland bekommt mit 27% die meisten abgegebenen Stimmen vor der CDU mit 26,9%. Für die Christdemokraten im Freistaat ein Verlust zur letzten Bundestagswahl von fast 16%. Schauen wir in den Wahlkreis Bautzen I in unserem Sendegebiet. 2 Männer und eine Frau werden im neuen Bundestag vertreten sein. Mit einem Stimmenanteil von 33,2% zieht der Direktkandidat der AfD, Carsten Hilse, aus Loser in das Parlament nach Berlin. Die CDU landet mit 30,6% und ihrem Kandidaten Roland Ermer auf Rang 2. Die weiteren Platzierungen: Karen Ley von der Linken 15,2%, Ute Strewe SPD 10,0% und Thorsten Herbst FDP 5,8%. Über die Zweitstimme und die Landeslisten ihrer Parteien werden aus dem Sendegebiet des Elsterwelle Fernsehens auch Thorsten Herbst von der FDP und Karen Ley von den Linken im Bundestag einen Sitz bekommen. Ähnlich sieht das Ergebnis bei den abgegebenen Zweitstimmen im Wahlkreis aus. Hier kommt die AfD auf 32,8%, CDU 27,1%, Linke 14,2%, SPD 9,1% und FDP 7,6%. Soweit also die Ergebnisse zur Bundestagswahl. Auch auf kommunaler Ebene sind am Wahlsonntag Entscheidungen gefallen. Mike Weise, CDU, bleibt Bürgermeister von Schönteichen. Der CDU-Mann, der bekam 63,6% der abgegebenen Stimmen. Außerdem sprachen sich knapp 60% der Schönteichner dafür aus, künftig Teil der Nachbarstadt Kamenz zu werden. Anders beim Bürgerentscheid in der Gemeinde Oslingen. Hier stimmten 59% dafür, weiterhin eigenständig zu bleiben. Die Alternative für Deutschland ist in Sachsen stärkste Kraft geworden und konnte sogar Direktmandate für sich verbuchen. Die Ursache für den Wahlerfolg der Rechtsaußen und der Absturz der großen Parteien gibt Rätsel auf. Hier ein Erklärungsversuch. Deutschland hat gewählt. Die sächsischen Wählerstimmen unterscheiden sich stark von den bundesweiten. Hier ist die AfD mit 27% der Zweitstimmen die stärkste Kraft. Der Politikwissenschaftler Hendrik Träger hat dafür eine Erklärung. Im Osten haben wir ohnehin relativ schlechte Mitgliederzahlen der Parteien. Und wenn Sie sich das angucken, dass wir in Sachsen insgesamt vielleicht 25.000 Mitglieder haben von allen Parteien, die sich auf dieses große Bundesland verteilen, dann ist das nicht viel in den einzelnen ländlichen Regionen. Und das ist dann der Punkt, wo die AfD eindringen konnte, weil dort einfach sozusagen die etablierten Parteien gar nicht in der Lage sind, so richtig Wahlkampf zu führen. Die Stärke der AfD scheint eine Protestreaktion auf die bisherige Regierung zu sein. Also es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, insbesondere in den ländlichen Wahlkreisen, wo dann die Wähler gesagt haben, okay, wir sind mit der bisherigen Politik in Berlin nicht einverstanden, können uns auch für keine andere Partei entscheiden und wählen deshalb die AfD, nicht aus inhaltlicher Überzeugung, das haben ja auch Wahltagsbefragungen gezeigt, sondern aus Protest gegenüber den etablierten Parteien, aus Protest gegenüber der Bundesregierung, um
den Parteien im Bundestag und insbesondere den Regierungsparteien einen Denkzettel zu verpassen. Drittstärkste Partei in Sachsen ist mit 16,1% der Zweitstimmen die Linke. Erst auf Platz 4 findet sich mit 10,5% die SPD. Die Stimmverteilung polarisiert. Dass der AfD so viele Stimmen gekriegt hat, ist schon sehr überraschend und nicht gerade positiv für Deutschland. Ich bin ja für die AfD und deswegen, was soll ich dazu sagen, ich bin eigentlich zufrieden, dass die reingekommen sind. Ja, dass die AfD so viele Stimmen gewonnen hat, das finde ich jetzt nicht so schön. Es wird sich was verändern, vermute ich. Dadurch, dass die SPD in die Opposition geht und wie gesagt eben auch die AfD da auch mal ein Wörtchen mitredet. Auch nach der Wahl bleibt es spannend. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wie sich die neue Regierung zusammensetzen wird und welche Rolle die AfD im Bundestag spielen wird. Weiter geht es mit einem ersten Kurznachrichtenüberblick und wir beginnen mit einem neuen Projekt in Kooperation mit dem Konrad-Zuse-Computermuseum. Im Zuse Computermuseum Hoyerswerda fand am Montag die Auftaktveranstaltung des Projektes Konrad Zuse schaut über die Grenzen statt. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik bis 2020. Kooperationspartner sind auf deutscher Seite das ZKOM und das FOKU-Gymnasium in Hoyerswerda und in Tschechien das Berufsschulzentrum in Komutov. Im Rahmen dieses Projektes, das aus Mitteln der Europäischen Union gefördert wird, werden die Schüler in gemischten Gruppen unter Anleitung des ZKOM Inhalte und Ideen zu verschiedenen Themen aus der Ausstellung entwickeln. In den 3 Jahren, die für das Projekt vorgesehen sind, werden die von den Schülern erarbeiteten Inhalte in die Dauerausstellung des ZKOM eingegliedert. Ein weiteres Projektziel ist die Erstellung der Audioguide-Geschichten sowie die Übersetzung der Dauerausstellung ins Tschechische. Mit einem Jubiläumskonzert ist am Samstag das 55-jährige Bestehen der Musikschule Hoyerswerda begangen worden. In der Aula des Lessing-Gymnasiums gaben ehemalige und aktuelle Schüler der Einrichtung eine Kostprobe ihres Könnens ab. Der langjährige Musikschulleiter Helmut Hammer lobte in seinem Grußwort das Engagement des Kollegiums, weiterhin für qualitativ hochwertigen musizierenden Nachwuchs zu sorgen. Der Einladung waren neben Lehrkräften von damals und heute auch Gäste der Partnermusikschule aus Liberec gefolgt. Nicht ins Wasser gefallen ist der Zootag am Sonntag im Hoyerswerda-Naherholungsgebiet Nummer 1. Allerdings war die Zahl der Teilnehmer an der nachmittäglichen Sonderführung aufgrund des Regens überschaubar. Dabei gab es einige Blicke hinter die Kulissen. Zootierinspektor Thomas Arndt hatte wieder viele interessante Informationen und Geschichten parat. Vorbei ging es auch am Steinbockgehege, dessen Bewohner das Wetter nichts ausmachte. Einiger Betrieb herrschte am überdachten Bastelstand vor dem Lama- und Eselgehege. Gedränge hinter dem Gitter bestimmte dann die Szenerie bei einer der Schaufütterungen. Pelikane, die übrigens sehr alt werden können, mögen Fisch und mögen bei der Verkostung überhaupt nicht warten, wie die Besucher erleben konnten. Samstagnachmittag, 16 Uhr in Wittichenau. Schon super Stimmung im Festzelt, in das aufgrund des beginnenden Regens ein Teil der Wettbewerbe im Brauerei-Mehrkampf verlegt wurde. Hier galt es beispielsweise von den 4 Mitgliedern jeder Mannschaft Kronenkorken in die dann doch sehr winzige Öffnung eines Bierfasses zu werfen. Eine verdammt knifflige Angelegenheit. Kraft und Ausdauer waren dagegen zuvor beim traditionellen Brauereiwagenziehen gefragt. Es galt wieder, das tonnenschwere Gefährt eine rund 30 Meter lange ansteigende Strecke möglichst weit zu ziehen und zu schieben. Bis ganz hoch schaffte es in diesem Jahr keine der 11 Mannschaften. Böse Zungen munkelten, der Kutscher sei zu schwer geworden. Nein, es lag am wenigen Grip auf der Strecke, denn die war regennass. Die katholische Landjugend Saalau stellte die kräftigsten Leute, die zogen mit über 16 Metern den Wagen dann schließlich am weitesten. Trotz des Wetters hatten die vielen, vielen Zuschauer wieder jede Menge Spaß an diesem Hauptwettbewerb, der immer dabei ist. Als sehr günstig erwies sich auch die überdachte Hüpfburg, sodass Steppkes im Trockenen toben konnten. Gesamtsieger aller 4 Wettbewerbe wurde in diesem Jahr die Grüne Garde, das allerdings sehr, sehr knapp. Sie belegte übrigens beim Wagenziehen Platz 4.
Im Berufsschulzentrum Konrad Zuse in Hoyerswerda wurde am Montag den Schülern ein Vortrag der besonderen Art geboten. Die Sucht und ihre Auswirkungen auf das eigene Leben stand als Thema in der Aula auf dem Programm. Mit dem Fluch der Drogen kämpft die Gesellschaft schon lange. Ob legale oder illegale, ob weiche oder harte Drogen, die Stimmung des Betroffenen schwankt, sobald sich die Wirkung einstellt und wieder verfliegt. Diese Art des temporären Glücks kann auch künftig nur durch die gezielte Aufklärung begegnet werden. Bei der Veranstaltung handelt es sich um den Auftakt einer Aktionswoche. Und nach der Pause, liebe Zuschauer, melden wir uns zurück mit weiteren Nachrichten aus der Region. Ich mache dann alles fertig und sende Ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern. Bin beruflich unterwegs. Nähe ist einfach, weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Ist das für dich? Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Damit schauen wir jetzt noch einmal auf das aktuelle Tagesgeschehen und die Sportmeldung vom Wochenende. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda hat am vergangenen Samstag im Zentralpark zwischen der Lausitzhalle und dem Lausitz Tower ihr erstes großes Quartierfest gefeiert. Die Veranstaltung diente in erster Linie als kleines Dankeschön für die Mieter. Organisiert wurde ein buntes Programm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Bastelstraße für die Kleinen. Ein Fass Freibier und 100 Gratis-Bratwürste wurden ebenfalls gesponsert. Für Unterhaltung sorgten der Schauspieler und Sänger Patrick May, der Kinderzirkus Krabatino und die Sportakrobaten des SC Hoyerswerda. Gefeiert wurde am Samstag auch im Mazda Autohaus Hellwig in Hoyerswerda. Auf 25 erfolgreiche Jahre können Siegfried und Dirk Hellwig zurückblicken. Das taten am Samstag mit ihnen auch hunderte Gäste, die zum Gratulieren, Feiern und natürlich zum Autoschauen ins Haus im Gewerbegebiet Seidewinkel kamen. Im Mittelpunkt standen denn für viele die günstigen Geburtstagsschnäppchen der Mazda-Flotte. Da hatte so mancher Japaner der Hellwigs einen neuen Besitzer gefunden. Die Kinder hatten kurzweil am Basteltisch oder dem dicht umlagerten Bungee-Trampolin. Musik gab es unter anderem von den Jolly Jumper. Mit der Motorkettensäge entstanden klasse und begehrte Kunstwerke aus Holz. Die Asylgemeinschaftsunterkunft im Radeberger Ortsteil Groß-Erkmannsdorf, Siedlung Rossendorf, wird Ende Oktober dieses Jahres geschlossen. Die Landkreisverwaltung hat sich mit dem Betreiber auf eine vorzeitige Vertragsbeendigung zum 31. Oktober aufgrund des fehlenden Bedarfs geeinigt. Ursprünglich wäre der Vertrag Ende Juli 2018 ausgelaufen. Auch die Gemeinschaftsunterkunft in Bischofswerda an der Belmsdorfer Straße wird zum 30. November planmäßig geschlossen. Der Vertrag läuft zu diesem Zeitpunkt aus. Eine entsprechende Vertragsverlängerung ist nicht geplant. Die Bewohner beider Einrichtungen werden auf andere Unterkünfte im Landkreis Bautzen verteilt. Bereits anerkannte Asylbewerber erhalten Unterstützung zum Umzug in Wohnraum. In der Gemeinschaftsunterkunft Rossendorf leben derzeit 46 und in Bischofswerda 62 Asylbewerber. Insgesamt wohnen im Landkreis Bautzen derzeit 1.624 Asylbewerber. Und nach einer kurzen Unterbrechung stellen wir Ihnen einen Rap-Künstler der Region vor. Also bleiben Sie dran. Yeah.
Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Ja, liebe Zuschauer, wir versuchen Ihnen ja immer Künstler der Region vorzustellen und zu zeigen, was sie so leisten können. Und an meiner Seite sitzt heute ein ganz junger, 21 Jahre alt ist er, aus Hoyerswerda kommt er und heißt Michael Grote. Bekannt hier als Musiker in der Region unter dem Künstlernamen Nelson. Und um den Künstlernamen soll es erstmal gehen. Michael, wie bist du überhaupt zu dem Künstlernamen Nelson gekommen? Ja, also erstmal muss man sagen, Musik mache ich schon seitdem ich 14 bin. Habe auch unter einem anderen Musikernamen angefangen zu rappen. Und ja, es war so, ich hatte damals ein Studioalbum schon aufgenommen mit einem Freund damals, da war ich 17 oder 18 gewesen. Und ja, danach wusste ich einfach nicht mehr so richtig, wohin mit mir, musikalisch und sicher persönlich auch irgendwo. Und habe dann auch eine ganze Weile erstmal keine Musik gemacht. In dieser Zeit dann von meiner Lieblingsband einen Song gehört, darum ging es eben um diese Person Nelson. Und davon unabhängig, die ganze Sache ging mir dann nicht mehr aus dem Kopf. Also ich konnte direkt damit etwas verbinden. Und ja, das hat mich nicht mehr so richtig losgelassen. Es ging ja weiter, ich habe Abitur gemacht in Hoyerswerda im Sommer 2014. Und wollte danach irgendwie was Verrücktes machen. Ich wollte raus aus der Stadt so. Und bin mit einem Freund zusammen quasi abgehauen. Wir haben Rucksack gepackt. Mit Zelt, Schlafsack und so weiter. Wir sind dann von Hannover bis an die Ostsee zu Fuß gelaufen, über 10 Tage, glaube ich. Und ja, in dieser Zeit hat man natürlich viele Möglichkeiten und Zeit zum Nachdenken über gewisse Sachen. Und diese ganze Sache mit der Musik ging mir eben da nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, war auch dann eine lustige Geschichte. Wir haben gerade Pause gemacht und auf dem Boden habe ich dann so ein Verpackungsschild gesehen, da stand ganz dick Nelson drauf. Und das fand ich total krass irgendwo und ich dachte mir, wenn ich nochmal so eine verrückte Erscheinung habe, dann, ja, dann ziehe ich das durch. Und tatsächlich 2 Tage später oder so kam mir ein Müllauto entgegen von der Firma Nelson und das habe ich dann irgendwo gelten lassen. Also, das war dann für mich irgendwie so ein Zeichen gewesen und dann wieder zurück zu Hause habe ich da mehrere Produzenten angeschrieben, die meine Musik irgendwo cool fanden und die haben mir dann solche Instrumentals zugeschickt. Ich habe dann angefangen, Texte zu schreiben und so ist dann auch mein erstes großes Release eigentlich entstanden, diese Captain Nelson EP, die letzten April rauskam. Und da ging es im weiteren Sinn eigentlich um diese Reise, dass man in seinem Leben einfach einen weiten Weg zurücklegen muss und der wahrscheinlich auch nicht immer leicht ist. Und ja, um an sein Ziel zu kommen, muss man eben viel dafür tun. Und die Sechs oder die Lausitzer Zeitung hatte darüber einen schönen Artikel verfasst mit der Überschrift der Kapitän seines eigenen Glücks. Und das ist eigentlich so das, was ich damit aussagen will, was es für mich bedeutet. So. Ist ja schon ein starkes Motto für einen, der erst 21 Jahre alt ist. Und die Geschichte ist ja auch, ich sag mal, sehr, sehr lang. Wenn man Leute in deinem Alter normalerweise fragt, ne, die können vielleicht sagen, auf welche Schule sie gegangen sind, was sie gerade in der Ausbildung machen. Da sind wir auch schon bei dir. Du machst aktuell eine Ausbildung in Schwarze Pumpe, richtig, bist in Hoyerswerda aufgewachsen. Ja. Du hast auch gerade erzählt, also dein erstes Album drehte sich also um den Kapitän sozusagen in dir selbst. Du hast richtig einen Weg gesucht, du hast ihn am Ende hoffentlich auch gefunden. Das nächste Album, was bald rauskommt, Mitte Oktober, wird sich um Hoyerswerda drehen. Genau. Also der Titel wird sein 977 in Anlehnung eben an die Postleitzahl von Hoyerswerda. Und ja, thematisch geht es ganz einfach um das, was ich in der Zeit erlebt habe in Hoyerswerda, wie ich groß geworden bin. Die ganzen Sachen, mit denen ich konfrontiert wurde, sei es Liebe oder ja, die Stadt an sich, was man da erlebt hat, Nachtleben oder so weiter. Nun ist es ja so, RTL hat ja das Lied vom Tod gespielt, als es um Hoyerswerda einmal ging. Ja. Dieses typische RTL-Bild kritisierst du ja,
Was ist so dein Bild von Hoyerswerda? Also tatsächlich habe ich das auch aufgenommen, diesen Schnipsel aus diesem RTL-Beitrag wird auch daran zu finden sein. Also mein Bild von Hoyerswerda ist definitiv ganz anders. Also ich habe es auch gemerkt, wenn ich irgendwo unterwegs war und man erzählt, dass man aus Hoyerswerda kommt, dann haben die Leute eben sofort ein Bild im Kopf und das finde ich eben sehr schade. Und ich habe die Hoffnung eben, dass ich mit der Musik, die ich mache, dass ich da dagegen ein Zeichen setzen kann. Und mein Bild von Hoyerswerda ist einfach sehr grün geworden in der letzten Zeit, nicht mehr so grau wie früher. Die Schulbildung ist einfach wirklich gut. Ich war selber hier auf einem Gymnasium in Hoyerswerda. Es gibt viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, tanzen zu gehen oder was auch immer. So bin ich groß geworden, ja. Gibt es denn immer noch so einen Ort, der dir einfach Inspiration bietet? Weil als Künstler ist ja sowas besonders wichtig. Also Inspiration ziehe ich meistens auch daraus, wenn ich gehe gerne joggen im Wald oder durch die Stadt und die Sachen, die man dann so aufschnappt oder wenn man einfach für sich ist und manche Sachen dann sieht, daraus kann ich Inspiration finden für mich so. Mhm. Nun hast du ja schon als 14-Jähriger mit Musik angefangen, also Hip-Hop und Rap. Ich kann mir vorstellen, die Eltern waren vielleicht nicht davon überzeugt. Wie sah das früher aus und wie sieht es vor allem heute aus? Also zu der Musik gekommen bin ich dadurch, ich bin mit zwei großen Brüdern aufgewachsen, die natürlich heute ganz andere Musik hören. Aber damals eben ganz natürlich wie die meisten mit Eminem oder mit diesen englischsprachigen Sachen in Kontakt gekommen, dann auch mit den ersten deutschsprachigen Sachen. Es hat mich bis heute nicht losgelassen. Also die Art, ob man es jetzt nun mag oder nicht, Hip-Hop an sich vermittelt ja so viel Text eigentlich wie keine andere Musikrichtung und das hat mich halt immer so fasziniert. Ich habe dann mit 14 Jahren angefangen, Texte zu schreiben. Natürlich war das damals wahrscheinlich noch keine große Kunst. Dann heimlich immer so zu Hause mit dem Headset oder so wie jeder eigentlich angefangen Musik zu machen, bis hin dazu, dass man irgendwelche Freunde kennengelernt hat, die dann ein eigenes Mikrofon hatten, das man sich da mal ausgeliehen hat am Wochenende oder so. So sind die ersten Songs entstanden und in der Zeit wächst man natürlich auch und man macht sich schlau über die ganze Technik und so weiter. Ich habe mir dann auch jetzt mittlerweile ein kleines Tonstudio bei mir zu Hause aufgebaut, wo ich auch Musik aufnehmen kann. Und ja, also es sieht heute natürlich ganz anders aus als damals meine Musik. Man muss aber trotzdem sagen, so wie ich mich jetzt hier gebe, so würde ich sagen, ist meine Musik auch. Also ich vermittle keine Gewalt oder rufe nicht zum Drogenkonsum auf, so was mir damals auch schon wichtig war. Also es ist halt für mich unglaublich wichtig, authentisch zu sein, das rüberzubringen, was man auch selber ist. Und ich denke, das habe ich damals gemacht und das mache ich heute auch noch so. Also die Musik hat sich ja bestimmt auch bei dir weiterentwickelt über die Jahre jetzt lang, hast du ja gerade angesprochen. Sprechen wir noch mal über das Album. Wie gesagt, Mitte Oktober kommt es raus, muss jetzt noch durch die letzte Stufe gehen. Kannst du uns noch mal genau sagen, was da gemacht wird? Ja, also wenn man eine CD aufnimmt, fängt man natürlich an, die Instrumentals, die Musik, die im Hintergrund liegt. Da war es eben so, dass ich auch wieder verschiedene Künstler angeschrieben habe im Internet, also Produzenten, die meine Musik ganz cool fanden und die mir dann Sachen zugeschickt haben. Ich habe teilweise auch Sachen selber produziert mit, wo ich auch schon lange selber Instrument spiele, Klavier und Musik auch selber mache. Und es handelt sich hierbei aber auch um ein Street-Album. Also der Unterschied ist ganz einfach, dass man teilweise auch Instrumentals nutzt von anderen Künstlern, die so schon eben verwendet wurden und das ist eben typisch für diese Art Street-Album. Ich habe dann weiter die Texte dafür geschrieben, alleine und recorded eben das Ganze aufgenommen bei mir in meinem Tonstudio und die letzte Stufe, von der du da gesprochen hast, ist eben das Mastering. Die ganzen Tonspuren, die ich eben bei mir zu Hause aufnehme, die habe ich dann an einen guten Freund, meinen Produzenten geschickt, den Ecstasy, und der mastert und bereitet eben diese ganzen Spuren auf, dass es halt am Ende ein rundes Klangbild ergibt. So.
Und das Schöne ist, das Album wird es dann sogar kostenlos geben. Genau, ja. Wo? Also wir werden es zum kostenlosen Download bereitstellen. Wir haben auch schon eine Internet-Homepage erstellt dafür. Wird dann eben auch bekannt gegeben, wenn ein genaues Release-Date dafür feststeht. Und ich werde auch mehrere CDs dann pressen, die man unter der Hand so bei Auftritten und so weiter dann mal verteilt unter die Leute. Und selbst Musikvideos sind schon in Planung? Schon fertig. Also, sogar schon fertig? Ja. Wir haben zwei Videos schon abgedreht. Eins davon eben in Hoyerswerda und also die Aufnahmen wirklich sehr, sehr gut geworden und ich freue mich auch schon drauf, das Ganze zu sehen. Ja. Michael, ich glaube, wir freuen uns alle darauf, die Musik auch mal zu hören. Vor allem, liebe Zuschauer, Sie sind, wie gesagt, herzlich dazu eingeladen. Wir werden es auch nochmal im Programm bei uns bringen, sobald dann die Veröffentlichung bekannt gegeben wird, beziehungsweise auch auf der Website dann was steht und zum Download bereitsteht. Und Michael, wie gesagt, ich wünsche dir toi, toi, toi und hoffentlich erreichst du viele Leute. Vielen Dank. Dankeschön. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 25. September 1759 traf Prinz Heinrich von Preußen innerhalb des Siebenjährigen Krieges in Hoyerswerda auf den österreichischen General Wähler und seine Truppen. Er hatte ein Lager zwischen der Stadt und Neider aufgeschlagen. Die Warnung vor den anrückenden Preußen kam zu spät und so übergab Wähler nach einem kurzen, aber heftigen Gefecht am Amtshaus, dem heutigen Lessinghaus, seinen Degen und 1400 Soldaten damit in Gefangenschaft. Noch heute erinnert ein Gedenkstein an das Scharmützel. 1990 wurde er von der Gesellschaft für Heimatkunde wieder in Ordnung gebracht. Das Elsterwelle Kalenderblatt. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstückstreff ein. Eine Computerstunde für Einsteiger beginnt um 11 Uhr im Plauderstübchen des Nachbarschaftshilfevereins in der Münsterstraße 26 in der Cafeteria der AWO. In Lauter öffnet der NAV um 15 Uhr das Stelldichein in der Einsteinstraße. Es ist dort Spielenachmittag. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gibt es am Dienstag ab 13 Uhr wieder die Hausaufgabenhilfe innerhalb der Learning Group. Ab 15 Uhr ist Basteln in der Holzwerkstatt angesagt. Club-Game-Tag für Kinder, Jugendliche und Großeltern ist am Dienstag im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda. Er beginnt um 14 Uhr. Ein Spielenachmittag ist da am Dienstag angesagt. Sicher passend zum Bei der Volkssolidarität im Haus der Parität in der Mannstraße in Hoyerswerda öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. Im Natz in Hoyerswerda am Markt hat am Dienstag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt geöffnet. Dort kann nach Herzenslust gebastelt werden. Ab 15 Uhr können Kinder, aber auch Erwachsene im Handarbeitenclub mitmachen. Sport und Fitness trainiert werden können am Dienstagnachmittag im Jugendhaus Lauter am Lessingplatz von 16 bis 18 Uhr ist geöffnet. Im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum in Hoyerswerda läuft am Dienstag um 17 und 20 Uhr der Thriller Die Erfindung der Wahrheit. Und ein Tanztheaterstück mit dem Titel Akzeptanz gibt es am Dienstagabend in der Aula des BSZ im WK10 in Hoyerswerda zu sehen. Junge Leute führen Stücke verschiedener Religionen und Kulturkreise auf. Beginn ist um 19 Uhr. Nachts bei aufgelockerter oder geringer Bewölkung Tiefstwerte um 10 Grad. Am Dienstag nach Nebel mehr Wolkenfelder als Aufheiterungen und im Verlauf gibt's Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Maximal 17 Grad sind auch morgen wieder drin. Am Mittwoch bei Sonne und Wolken einige Schauer und mit Temperaturen leicht über 20 Grad wieder wärmer. Das war die Drehscheibe Lausitz zum Wochenbeginn. Morgen berichten wir unter anderem von einer Aktionssammlung. Wir wünschen Ihnen noch einen entspannten Abend.